Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Unboxing von noch einer Soundbar von OTIC, also Otic. Und zwar Modellnummer SB92JKF0. Die ist mit Subwoofer. Ich mache euch mal hier rüber, dass wir das besser sehen können. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das am besten hier auspacken, ohne, ach so, hier, ich brauche mein Messer. Ach, hier auch noch. Ich bin mal gespannt, ob die das hält, was sie verspricht. Bei der anderen ist ja eine schief gegangen. So. Nee, machen das anders. Wird nicht so aufgemacht. Könnte man ja auch mal eine Anleitung mit beipacken. Ey. So. Hier wieder zumachen. Wird von der großen Seite geöffnet. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Unboxing-King hier, ey. Packt verkehrt aus, ey. Ganz toll. So. Von hier. Ach, guck mal, wie einfach das geht. So, jetzt biegen wir das hier alles mal ein bisschen hoch. Ja. Und das runter. Das hoch. Das wird das hier. Upala. Vielleicht einfach nur so rausziehen müssen. Oh, da fällt schon das erste, oder? Yep. So. Okay. Wir haben alles rausgekriegt. Uiuiuiui. So, wir haben. Ich werde das mal kurz hier beiseite machen. Die ist hier befestigt. Ich mache das mal hier oben rauf, dass man das besser sehen kann. So, wir haben den Subwoofer. Wir haben die Soundbar, die ist wirklich sehr klein. Und wir haben ein Heftchen. Diesmal mit bei, wirklich eine Anleitung. Und wir haben diesmal auch Kabel mit bei. Wir haben ein HDMI-Kabel, den werde ich nicht auspacken, den werde ich eingepackt lassen, weil bei mir fliegen schon so viele HDMI-Kabel rum. Da lasse ich den eingepackt, sorry, aber... So... Fernbedienung scheint die gleiche zu sein wie bei dem anderen Modell. Also wir haben hier einmal eine Anleitung. QR für Garantieverlängerung. Hier seht ihr das auch nochmal. Da kann man den QR-Code einscannen für Garantieverlängerung. Hier haben wir eine schöne große übersichtliche Anleitung. Wir brauchen keine PDF-Datei durchforsten. Und wir haben eine Wandhalterung diesmal mit bei. Mal gucken. Ah, okay, hier steht, wie viel Abstand haben soll. 2 bis 3 Inch nach hinten soll Luft sein, 2 bis 3 Inch nach oben. Beim Subwoofer genau das gleiche. Also, dass er atmen kann, denke ich mal. Da sind wir schon bei Italienisch.
Montage an einer Ziegelwand. Markieren Sie Position. Bohren Sie zwei Löcher. 28,78 Inch. Also diesmal haben wir eine Wandmontage. Wir können sie an der Wand montieren. Also diesmal steht es definitiv da und wird auch gezeigt, wie man das festmacht. Ich denke mal, die werden das einfach so übernommen haben in die kleine Anlage, also praktisch die, die was größer ist. Und ja, dann steht da halt Wandhalterung drin und dann ist das okay. Ich werde mal das Heft draußen lassen. Wir haben dann einen optischen Kabel, aber wirklich nur so einen dünnen. Den werde ich nicht nehmen. Ich nehme meine gesleeften Kabel, die ich noch von Ligavo habe. Ich habe ja, wo sie im Angebot waren, einige gekauft, also zugeschlagen. Hier ist zwei Dübel und zwei Schrauben für die Wandmontage. Hier haben wir die Fernbedienung. Die wirklich exakt die gleiche Fernbedienung ist wie bei dem anderen Modell. Also wirklich exakt die gleiche. Nicht irgendwie Unterschied, hell, dunkel, irgendwie. Oh, kann ich das hier nur hermachen? So, das ist ganz dunkel. So. Also wirklich exakt die gleiche. Was man zugute halten kann, es sind Batterien mit bei. Was hat man im letzten Video gesagt? Was soll die kosten? 157 Euro oder so. Und in der Anleitung stand auch drin: Achtung, beim Batterien reinmachen, wenn man so falsch rum reinmacht, kann explodieren. Aber hier steht groß, fett, plus, minus drauf, also da könnt ihr nichts verkehrt machen. Und die kleinen werden eigentlich nur heiß, die explodieren nicht, die kleinen Batterien, soweit ich weiß. So, und hier haben wir dann nochmal ein Klinkenkabel. Also ihr könnt mit USB, mit HDMI anschließen, ihr könnt mit optischen anschließen, mit einem Klinkenkabel. Cinch müsste auch noch mit bei sein, der ist garantiert oben noch irgendwo dran, da kommen wir noch gleich dazu. Und Bluetooth geht auch. Kommen wir da mal zu dem hier. Ach nee, das sind zwei. Das sind zwei Stromkabel, die hier dran sind. Logischerweise brauchen wir jetzt zwei. Ein für den Subwoofer und ein für die Soundbar. Muss ich dann aber auch erstmal gucken. Hier bin ich auch, ach, hier oben. Wie ich das dann mit dem. Oh, die ist aber leicht. Wie ich das mache mit. Warte, dann müssen wir das noch ein bisschen nach hinten machen. So. Mit Strom für beide Sachen. Oh, Klavierlack ist da unten dran. Und oben, wir haben hinten Strom, Klinke, optisch, USB, zweimal HDMI. Ich gucke mal kurz nach. Wir haben hier HDMI in und wir haben ARC.
Auch wieder ein großer Aufkleber für die Bedienungsanleitung. Wir haben hier die Wandhalterungsteile. Das ist halt aber auch nur Plastik. Das ist einfach nur Plastik. Ist auch sehr leicht. Also da war die andere etwas schwerer. Hier haben wir wenigstens Füße. Auch nur Plastik, aber mit Gummi hier unten. Na, Gummi ist das nicht, das ist so ein Styropor. Wenigstens was. Wir haben auch einen richtig schön tiefen Einstieg oder beziehungsweise Einstieg, also Vertiefung für die Kabel, damit die halt hier langgelegt werden können und nicht oben drüber hinausragen. So. Schön Klavierlack. Also optisch macht das Ding was her. Ich sehe auch gleich, dass wir hier eine Anzeige haben. Ich sehe hier mehrere Felder. Wieder zwei Lautsprecher links und rechts. Zwei normale, zwei Bass. Hier ist ein Loch für die Luft. Hier ist auch nochmal irgendwie so eine Art Gitter oder so. Hier ist die Anzeige. Okay, dann machen wir mal weiter. Machen wir das mal nach hinten. Vielleicht mache ich mir den auch ins Schlafzimmer. Aber wenn ich da eine Doku gucke über Saurier oder was weiß ich und das Ding ja losgeht, weil ich ja auch gerne mal was lauter höre, weil ich habe ja mit den Ohren, und wenn ich die Maske aufhabe, meine Schlafmaske halt für Luft, kann es schon mal sein, dass es halt nicht, dass ich einige Sachen halt leiser höre und dann drehe ich halt lauter auf. Und ich glaube, mit einem Subwoofer und so kommt dann, also da werden die Nachbarn sich nicht so freuen. So, der ist auch so ein bisschen Holz. So wie die andere Soundbar. Also der in Verbindung mit der anderen Soundbar würde ich mehr fühlen, muss ich sagen. Also vom Optischen her. Die sieht zwar cool aus mit dem Klavierlack und so, aber hier so ein bisschen, so diese Holzimitat oder was das ist. Also da fühle ich die andere Soundbar mehr, aber nur jetzt optisch halt. So, wir haben hier nur Strom und einen Knopf für Standby. Dann haben wir hier zwei LEDs, eine rote für Power-Indikator und normaler Indikator. Hier ist dann halt auch so Vertiefung, also ja, Vertiefung, ihr wisst, was ich meine. Das ist Klavierlack, die Öffnung vom Subwoofer. Also macht so an sich einen schönen Eindruck, also optisch. Also der wirkt ganz gut, aber hier mit dem Plastik bin ich ein bisschen enttäuscht von, muss ich sagen. Aber mal gucken, vielleicht täuscht der erste Eindruck und die knallt hier ordentlich was raus. Achso, hier haben wir noch Tasten. Plus, Minus, An und Aus. Soundbar Pair und Play. Auf der anderen Seite ist gar nichts. Also steuern wir alles hier mit Tasten hier an der Seite. Ich zeige euch die nochmal. So. Dann würde ich sagen, das war's jetzt für das Unboxing. Ich bin gespannt auf das Hardware-Video. Ich muss erstmal gucken, wie ich das mit Strom mache. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.